Er stellt die wildesten Fakten auf, dann sagt Leon Lovelock, der überkrasseste Verschwörungstheoretiker ever. Der überkrasseste Verschwörungstheoretiker? Wie jetzt? Warum, Alter? Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiele keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community. Und zwar ziehen wir uns heute ein Video rein, was ein bisschen älter ist, von Justin Live. Justin reagiert auf Leon Lovelock Meme-Video. Ich weiß nicht ganz genau, um welches Meme-Video es sich hier an der Stelle handelt, aber ich bin gespannt. Deswegen gehen wir da jetzt rein. Ich liebe euch, meine lieben Freunde. Aufarbeitung geht weiter. Lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen, abonniert den Kanal. Ich würde sagen, der Peter geht los, Digi. Peter Edenman, Alter. Und los. So, wir kommen zu keinem Konzept. Die Erde ist flach. Ist die Erde flach? Das ist krass, Mann. Hat der nicht sogar im Titel reingeschrieben, Leon Lovelock sagt, die Erde ist flach? Ist auch crazy. Also, ja. Wir kennen alle das Meme, ich muss nichts dazu sagen, meine lieben Freunde. Legendäre Zeiten, Comments Café mit Keanu, einer der geilsten Interviews, die je geführt wurden im Deutschrap-Bereich, meiner persönlichen Meinung nach. Auch eins von den Interviews, wo ich am meisten Feedback bekommen habe, so von den Leuten auf der Straße und von auch alten Freunden und so, weil die einfach gesagt haben, Keanu ist ein realer Dude, weißt du? Das haben die Leute auch im deutschsprachigen Raum so ein bisschen vermisst gehabt, so Leute, die einfach ihre Meinung sagen und einfach frei Schnauze einfach rauslassen und reden, so, weißt du? Das ist jetzt ein Meme geworden, 2 Jahre nachdem das Interview hochgeladen wurde. Also am Anfang hat das Interview jeder gefeiert, das will ich auch hier an der Stelle nochmal mit dazu sagen. Jeder hat das Ding gefühlt und dann 1-2 Jahre später, wo Corona um die Ecke gekommen ist, haben die Leute auf Krampf nach Dingen gesucht, die sie diffamieren können. Dann ging es ja los mit diesem Anti-Verschwörungstheoretiker. Jeder, der Corona kritisiert hat, war ein Verschwörungstheoretiker. Ah, Janusz hat Corona kritisiert, Leon Lovelock hat Corona kritisiert. Mal gucken, ob wir irgendwo in deren Vergangenheit Videos finden, über die wir uns lustig machen können, dass wir die Jungs diffamieren können. Das war so der Film. Das ist die einzige Erklärung, warum das 2 Jahre später sonst erst ein Meme geworden ist, so weißt du? Und ja, ich finde es traurig, weil auch ein Keanusch zum Beispiel dadurch extrem gelitten hat, so weißt du, wie ich meine? Und diese YouTuber, diese Jungs, die dann alle darauf reagieren und sich über uns lustig machen und so, die juckt es ja alle nicht. Denen ist ja scheißegal, ob das auch wirklich tiefe Auswirkungen auf uns, auf unser Weg hat und so. Das ist denen egal. Okay, jeder reagiert drauf, jeder macht sich lustig, dann machen wir uns lustig. Und das ist eine Mentalität, die finde ich nicht geil. Das ist genauso wie in der Schule, diese Mobber-Mentalität damals, so weißt du? Da ist ein Mädchen, die ist ein bisschen dicker vielleicht oder so und einer fängt an, auf ihr rumzuhacken. Ein paar Leute finden das lustig. Auf einmal stehen alle im Kreis und machen sich über dieses Mädchen lustig. So, und keiner sagt was, keiner macht dagegen irgendwas. Das ist fucking Mobbing-Mentalität so, weißt du? Und das ist eine Sache, die finde ich persönlich nicht gut. Da unterhalten wir uns. Weder noch. Hä? Er sagt weder noch. Was ist das? Beste Antwort, der Legende. Die alles Dings viereckig auf Minecraft angelehnt. Bruder, vielleicht eiförmig, du weißt nie. Ach Bruder, ich kenne die Form nicht. Ich weiß es nicht. Die Theorie, dass die Erde rund ist, gibt es auch circa seit 300 Jahren. 300-400 Jahren ist vielleicht ein bisschen zu gering, aber den Großteil der Menschheit, den Großteil der Zeit, seitdem es Menschen gibt, glaube ich, haben die Menschen geglaubt, dass die Erde flach ist. So. Ist einfach so. Also, da kannst du auch nicht widersprechen. Bester Mann, ja. Ehrlich? Bruder. Checked up auf jeden Fall. Der neue Song von Keanu Rothschild. Wir sind da. Das war 400 Jahre her. 400, sagst du? Schon was heißen, dass du für eine Verschwörungstheorie von Leon Lovelock ausgelacht wirst. Das ist wirklich ganz wild. Und es gibt. Wie jetzt? Was? Hä? Bild von der Erde, ne? Leute, das wollte ich auch nochmal sagen. Ich habe mies recherchiert, glaubt. Bester Mann, ja, Walla. Wenn ich sage, ich hab. Das ist alles gerendert. So sieht's. Natürlich, Digga. Hä? Bist du blöd? Warte mal ganz kurz. Der glaubt echt, dass das echte Bilder sind jetzt? Weil, also, ich glaube nicht, dass die Erde flach ist, ne? Nur mal so, dass ihr Bescheid wisst. Und Keanu ist auch nicht mehr. So. Der hat das ja in meinem Interview auch klargestellt, so. Der war mal in dem Rabbit Hole drin. Und das ist auch eine Sache, so. Seid ihr blöd? Ist es jetzt schlimm, wenn man mal ein Jahr lang oder ein paar Monate lang mal an eine Theorie geglaubt hat und dann irgendwann sich selbst gesagt hat, ey, ja, okay, da war ich ein bisschen crazy. Jeder von uns hat es schon mal gehabt, dass wir an irgendwas geglaubt haben und dann haben wir im Nachhinein gemerkt, so, okay, Bro, ist schon ein bisschen wild, so, fühle ich jetzt doch nicht mehr so, weißt du? Was ist denn daran schlimm, Bruder? Wenigstens hat er die Eier und traut sich zu sagen, in dem Moment, dass er jetzt gerade vielleicht ein bisschen
recherchiert und gerade denkt, ey, könnte eventuell so, weder noch, ich weiß nicht, bin gerade so zwischendrin, weil ich mir ein paar Videos reingehe. Was ist daran so schlimm? Alter, Leute wollen nicht mehr zulassen, dass du überhaupt dich mit Dingen beschäftigst und mal an irgendwas Krasses, was ein bisschen crazy ist, glaubst du, jeder von uns macht das, nur die meisten haben nicht die Eier, das nach außen zu tragen, die haben nicht mal die Eier, das ihren Freunden zu sagen, weil die das privat zu Hause dann machen und irgendwas von irgendwas überzeugt sind, was sie sich nicht trauen auszusprechen. Und das ist keine gute Sache. So, ich will den Leuten sagen, dass die wieder dazu tendieren sollen, das, was die glauben gerade oder das, was die gerade fühlen, auch auszusprechen. Und wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler und wir können alle unsere Meinung ändern, so. Mies recherchiert, glaub es mir, wenn ich sage, ich hab... Was willst du mir jetzt sagen, Justin, Alter? Willst du mir jetzt sagen, dass diese Bilder, der gibt einfach Erde bei Google ein, der Cousin, da kommen so Photoshop-kreierte Bilder, also jeder Laie kann sehen, dass das keine echten Bilder sind, oder, Freunde? Sind wir uns da einig? Macht mal eins in den Chat. Macht mal eins in den Chat, wenn ihr denkt, dass das echte Bilder sind. Und zwei, wenn ihr sagt, ey, nee, die sind alle mit CGI oder mit Photoshop oder irgendwie gemacht. Zumindest bearbeitet. So. Chat, macht mal bitte mit. Ich will das jetzt wissen von euch. Bin ich der Einzige oder sehen wir das alle gerade? Das ist so krass, weißt du, wie ich meine? Guckt der überhaupt hin? Guckst du überhaupt hin, Majuzda? Siehst du das, Digga? Das ist alles gerendert. So sieht es nämlich eigentlich aus. Die NASA, das ist auch alles fake. Der Sprung von... NASA ist fake, Bro. Von hier Dings, wie hieß der nochmal? Baumgartner. Wisst ihr, Fun Fact, Leute, das ist kein Trash Talk. Unser Freund... Kevin ist auch übrigens ein Freund von Star Wars. Kevin kocht allein zu Hause. Der. Das ist krass, Digga. Das ist halt schon meiner Meinung nach relativ NPC-ige Vibes auch hier wieder. Heißt ja auch NPC-Reaction. Dass die wirklich alles, was Mainstream ist, glauben und gar nicht so irgendwie eine eigene Theorie aufstellen bei irgendeinem Thema so. Wohnt er immer noch mit dem in einem Haus? Ich weiß ja nicht, ob die NASA-Sachen richtig sind, aber ich sag, NASA ist fake, Bro. Ich glaub den nicht. Das ist meine mieseste Verschwörungstheorie. Ich habe auch eine Idee. Ich will auf jeden Fall auch eine Umfrage machen. What's the biggest conspiracy you believe in? So, ich habe jetzt das erste Ding, habe ich wieder so ein bisschen girls-mäßig gefragt. So, what is the most important thing for you and a guy? Aber ich will auf jeden Fall dann auch Umfragen so in die Conspiracy-Richtung machen und so. Spiritualität, dies, das, alles mischen. So, ja, der hat in St. Gallen tatsächlich mit dem zusammen in einem Haus gewohnt. Hm? Eine ganz fette Karren hatte der gehabt. Ja. Sie glauben, diese Geschichte ist wahr? Tatsächlich ist sie wahr. Ich bin ein Freak. Sagst du, Digga, warte mal ganz kurz. Ich zeig dir mal was, Majuzda. Da ist er doch, der Baumgartner oder wie der heißt. Krass, Digga, hä? Wie jetzt? Wie jetzt? Hä? Das Zenit steht aber woanders, Bro. Das ist aber, wie oft ist denn der gesprungen? Zwei, dreimal oder was? Oder wie? Oder nur einmal? Justin, Majuzda. Bruv, NASA ist fake. Könnt mich mal, ich glaub daran. Ist mir egal, da setzt mir Aluhut auf, wie ihr wollt. Ich bin schon ein kleiner Hacker. Ich meine, ey, ich habe ja auch in der Reaction zu dem Video gesagt, das muss ich hier nochmal ganz klar an der Stelle dazu sagen. Man weiß ja nicht, wer dieses Video erstellt hat, ob er diese Kapsel verändert hat oder nicht, aber I don't believe them, bro. Der Sprung weiß ich nicht. Sprung könnte sein, aber die ganze ISS, NASA-Geschichte, da ist zu viel, wie soll man sagen? Da gibt es zu viele Sachen, die einfach nicht zusammenpassen. Ich habe mies recherchiert, glaub ich. Das ist eine NASA-Foto. Es gibt kein Foto von der Erde, Bruder. Es gibt dieses eine NASA-Foto, Bruder. Die haben ein Foto gemacht, als die da oben waren. Ich kann, weil ich in der Branche aktiv bin, ich kann... Warte mal ganz kurz, Digga, was labert der? Ich guck selber jetzt nochmal, ist mir egal. So. Sag mir, welches von denen echt ist, Bro. Welches? Das hier? Noch mit Schein so an der Seite? Welches? Das hier mit diesem
Bruderherz. Bro. Das. I don't know, Bruder. Kennt ihr dieses Interview? Es gibt doch ein Interview. Es kommt jetzt hier so, das ist bestimmt echt. Mit den Menschen. Oder? Das? Sieht schon relativ echt aus. Vom Focus Online muss echt sein. Ist Focus, Bro. Muss. Das ist echt, Bruder. Guck doch mal, da bin ich auf der Antarktis. Das ist Kollege, das ist Kianusch. Das ist echt. Ich weiß noch den Tag auch, wo wir das aufgenommen haben. War geil. Hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte. Es gibt Material, wo NASA-Mitarbeiter, der diese Bilder hier angeblich veröffentlicht und bearbeitet, selber sagt, dass diese Bilder alle bearbeitet sind. In 2002, Blue Marble 2.0, NASA's Rob Simon made this. And it had wide appeal too. For example, it ended up as the default background on the iPhone. I didn't even know until I bought an iPhone and turned it on and kind of did a little happy dance. Simon's job is... It's primarily taking data and making pictures out of it. That's what this is. A composite of data sets from several different instruments translated into a picture. To us, the really cool thing was the data set. Up until that point, there was no realistic color map of the globe anywhere. So the land layer here comes from... the moderate resolution imaging spectral radiometer aboard Terra. And the tricky part here was the weather. So we actually had to take clouds out. They stashed the clouds for later, went onto the ocean. That came from an instrument that measures phytoplankton in the sea. Where it was low, I colored it dark blue because they're low mostly in mid-oceans. And then where it was a little bit higher, it was like a little bit brighter green. Then add the clouds back in. There's a small problem with it because there's a very slight gap in between each orbit. So some of those are painted on. It is Photoshopped, but it's has to be. Then? There was another layer to sort of simulate the atmosphere. And then there's this little bright spot. It's called the specular highlight. So it's the reflection of sunlight off of water. Those are the pieces, but you can't just slap them all together. It just didn't look realistic. It looks kind of flat, or the clouds are sort of too see-through. So I just hit Command-Z a lot. There's artistry to creating the world. What I imagine it to be. Unfortunately, I'm not an astronaut. I've never been to space. But I've looked at these images over and over again, trying to sort of get the essence of it. It is Photoshopped, but it's has to be. It is Photoshopped, but it's has to be. Und dass es kein unbearbeitetes Foto gibt auf der NASA-Homepage. Das ist alles bearbeitet, aber ey, wer bin ich schon? Informationen von echten Aufnahmen sehr gut unterscheiden. Ich sehe das. Einer, der vom Fach ist, kann eine Greenscreen erkennen. Sprich, ist so. Hier in der ISS oben rumfliegen, dass es alles Greenscreen ist. Facts. Sieht man das? Ich sehe das, Alter. Ich sehe das auch, Bro. Ich sehe das auch, Digga. Some glitches, the software does not track his hand properly. Show you how NASA grabs objects in 3D space, rotates them around, manipulates them. They can do this with water, with cloth, anything. And the cool thing... Was hat der in der Hand, der Cousin hier? Was bewegt der hier? Der hat gar nichts in der Hand. Warum? Hä? Also für mich ist es auch relativ eindeutig. Da muss ich Keanu seinen Rücken stärken. Ich sehe das, hallo. Bruder, ist der eigentlich... Digga, du kannst voll viele von den Sachen, die dir auf die reagieren und sich totlachen, so kann man schon ein paar Beweise finden, Digga. Kann man schon sagen, hey, Bro, guck mal richtig hin. Lost? Ich hab mir das echte... Du bist lost, Bro. ...von der Mondlandung angeguckt, ne? Guck mal, ich weiß... Der hat das echte Video gesehen als einziger. Ich weiß nicht, ob es so ist oder nicht, aber ich nehme nur Fakten. Guck mal, ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich nehme nur Fakten. Spotlight, die Reflekt... Bruder, jetzt geh mal nach Amerika, mach mal eine Straße. Das muss ich machen. Frag mal die Leute auf der Straße, wer von denen glaubt, dass die erste Mondlandung fake war, Digga. Da wirst du gespannt sein, wenn ich diese Umfrage mache, wie viele Leute sagen, nee, glaube ich nicht, war fake. Auf Schuhe, das siehst du. Und ich sehe einfach,
dass bei der Mondlandung Spotlights reflektieren an einem Raumschiff, wo das landet. Diese Spotlights rechts und links, die aufgestellt worden sind. Das heißt, wer hat Bester Mann, ja. Spotlights aufgestellt, bevor das Ding überhaupt landet? Wer hat die Kamera dahin aufgestellt, bevor das Ding überhaupt landet? Ey, legitime Frage, beantworte mir, Justin. Wer hat die Kamera dahingestellt, bevor das Ding landet? Das habe ich mich auch mal gefragt. Und wer hat quasi die sind ja auch dann wieder vom Mond abgehoben. So, wer hat das gefilmt, wo die wieder weggegangen sind? Und ist der Typ dann, wie ist der dann hinterhergekommen? Hä? Warte mal ganz kurz. Jetzt mal ganz kurz, gibt es wirklich Videocontent? Gibt's wirklich? Guck mal, Digga. Guck mal, Bro. Der macht sich lustig über einen Typen, der viel mehr sich mit dem Thema befasst hat, als er selber. Er weiß nicht mal, ob es Videocontent gibt von der Mondlandung. Videocontent von der Mond? Digga, warum machst du dich über jemanden lustig über ein Thema, wo du keine Ahnung hast? Ja, nee, ist ja Common Sense, Bruder. Sagt ja jeder, dass es so ist. Ja, Bro, aber recherchier doch mal selber. Bild dir doch mal deine eigene Meinung. Die Leute haben das vergessen, dass das geht. Du kannst auch eine eigene Meinung haben. Du kannst dir eine eigene Meinung bilden und du kannst sie auch haben dann und du kannst auch selbst die Sachen durchlesen und angucken und dann kannst du sogar, das ist zwar gefährlich, weißt du, für euch, aber du kannst sogar sagen, ey, irgendwie glaube ich das nicht, was ARD und ZDF sagen oder was unser Geschichtslehrer damals gesagt hat. So, mein Gefühl, meine eigene Recherche treibt mich in andere Richtung. Ja, ich weiß, spooky, ist gefährlich, aber es geht. Wie deine Kamera ist, bevor die landen? Nee, ne? Nee. Also noch ja, keinen Sinn, ne? Gibt's gar nicht. Und anscheinend haben die so. Was? Von der Mondlandung, wie deine Kamera ist, bevor die landen? Nee, ne? Nee. Also noch ja, Bro, ihr habt die Mondlandung euch nicht mal reingezogen. Gar keinen Sinn, ne? Gibt's. Macht gar keinen Sinn, ne? Nicht. Und anscheinend haben die so einen Kompass-Test gemacht, hast du davon. Rough. Ja. Das ist quasi mit dem Kompass dann so. Und da haben sogar die Flat Earth Leute gesagt, kacke so. Weil irgendwie anscheinend der Kompass, wenn du über eine gewisse Zeitraum den Kompass so laufen lässt einfach oder beobachtest, dann siehst du, dass sich irgendwas dreht. Irgendwie so. Ich weiß halt noch selber, ne, dass ich, wo ich da gesessen habe und mir mit Keanu das Thema vorgenommen habe und wir darüber geredet haben. Ich weiß noch, dass da waren auch die ein oder anderen Kollegen auch aus der Szene, die auch sehr überzeugt davon waren, dass die Erde eventuell nicht die Form hat, die wir behaupten. Die haben mir dann so heftige Videos zugeschickt und so. Und ich war selber in diesem Rabbit Hole drin. Ich habe halt nie gedacht, dass die Erde flach ist, weil andere Leute haben mir dann Videos gezeigt, die diese Flacherde-Erdleute widerlegt haben und so. Aber ich habe mir sehr viele Argumente reingezogen von beiden Seiten so, weißt du? So, und ja, deswegen, da war dieses Kompass-Argument und dieses Kompass-Argument hat so einige Flat-Earther in so einer Dokumentation auch zum Stottern gebracht, so ein bisschen. Das ist aber kein Beweis, Bruder. Er stellt die wildesten Fakten auf, dann sagt Leon Lovelock, der überkrasseste Verschwörungstheoretiker ever. Der überkrasseste Verschwörungstheoretiker, wie jetzt, warum, Alter? Der überkrasseste Verschwörungstheoretiker ever. Das ist voll crazy, Bro. Ich war nie der heftige Verschwörungstheoretiker damals. Oh, Leute, seid mal ehrlich, Digga, war ich so mies, krasser verschwörungsmystischer rechter Nazi schon immer? Ich hab doch nur meine Interviews gemacht und so. Da war doch nur ein ganz kleiner Teil. Am Ende vom Interview habe ich mal Flair gefragt, so, ey, was meinst du, Mondlandung, dies, das, blablabla. Aber so, also jetzt, wenn er das jetzt sagen würde, ja, aber vor 3 Jahren? Da war ich schon noch normal, in Anführungszeichen. Sagt so, ja gut, aber es gibt das und das. Ach so, ja, Weiß Magazin hat mal einen Bericht geschrieben. Fitness-YouTuber verbreitet gefährliche Verschwörungstheorien. Das hat er bestimmt gelesen und dann war ich für ihn der heftigste Verschwörungstheoretiker auf der Welt. Ich glaube, wenn so ein Guy sich mal irgendwie Alex Jones oder so reinziehen würde, der würde vom Glauben abfallen. Oder mal so internationale Sachen, so Cat Williams oder Joe Rogan oder die Leute, die in Amerika diese Sachen auch erzählen, aber Mainstream sind so. Was in Deutschland leider nicht funktionieren würde, der würde vom Glauben abfallen, der Cousin. Das ist kein Beweis. Übrigens, ich ziehe mir gerade das Interview rein, Cat Williams und Joe Rogan. Boah, wilde Sache.
Ah, habe ich wieder gesehen. Ey, fuck, Bro, das ist so geil in den Staaten. Die Leute, die reden einfach, die hauen einfach raus. Der größte Podcast der Welt, Bro. Und die reden über alles, Mann. Über Aliens, über Anunnaki, über NASA. Die reden über Hollywood. Die reden über dämonische fucking P. Diddy, Epstein. Bro, I need to go on that English-speaking space soon. Das ist auf jeden Fall ein Argument, aber, oder? Ja, geht. Das kann man jetzt interpretieren, wie man will. Wer ist das? Wer ist das hier überhaupt? Der rechts. Weißt du, wer das ist? Wie, du weißt nicht? Janusz. Der Bruder ist Legende. Rapper oder nicht? Mia Khalifa ist das. Ach so. Ja, Bro, ist viel... Wie? Ja, ich meine, man kann nur sagen, glaubst du, die Erde dreht sich? Warum sagen wir, glaubst du? Aber ich nehme nur Fakten, weil wir es nicht wissen können. Wir können nur wieder das annehmen, was uns gezeigt wird. Bruder, es schafft jemand, mit einer Rakete ins All zu fliegen. Wohin sind die denn sonst geflogen, wenn... Hä? Wenn die da... Sag, gib mir doch mal Argumente, Justin, Cousin. Atme mal tief durch und sag dem doch einfach mal... Du könntest doch einfach jetzt in der Reaction sagen, ey, guck mal, das und das ist der Grund, warum die Erde sich dreht. Wahrscheinlich hat er nicht mal selber Argumente. Hochgeflogen sind und schicken dir Fotos. Ich glaube nur Beweisen. Der sagt, wir sind hochgeflogen und die haben dem Fotos geschickt. Haben die dir Fotos geschickt, Bro? Warst du dabei gewesen? Was geht ab, Bro? Und wenn er dann in eine Rakete steigt und fliegt hoch und sagt so, ja Leute, es ist wirklich so, dann sagen alle... Der redet so, als ob er selber NASA-Mitarbeiter ist, oder? Dann fällt er so, ja nee, der wurde von den Illuminaten gekauft. Bro, du kannst es solchen Leuten nicht recht machen. So dumm. Der hat jetzt nichts gesagt gerade in dem Teil. Der hat gesagt, irgendwelche Leute fliegen in den All und schicken dann Fotos runter und was ist denn das für eine Argumentations? Und dann sagt er am Ende, so dumm, du hast doch gar keine Argumente gehabt eben. Oder nicht? Das, was uns gezeigt wird von der NASA, sind Animationen. Und das, was uns gezeigt wird von der NASA, sind Fakten. Ich einfach so auf YouTube, NASA online, live. Wie die gerade live mit so einem Satelliten über die Erde fliegen. Digga, das ist komplett Animation. Das war ein einfacher Job, ne? Für diese Jungs. Die ziehen sich einfach Videos rein, wo sich gerade jeder drüber lustig macht, lachen ein bisschen, sagen irgendwas einfach und machen damit 371.000 Klicks, 22.000 Leute feiern das so. Der Typ hat in diesem ganzen Video nicht ein Gegenargument gebracht, sondern sich einfach nur weggelacht so. Ich glaube, es gibt keine Satelliten. Irgendwas gibt's da bestimmt. Guck mal, was hab ich damit zu tun, Junge? Das ist komisch. So, man stellt die Frage einfach, man weiß es nicht. Ich weiß es nicht, du weißt es nicht, man weiß es nicht. Bruder, das sind so Gespräche, die wir mit so Neuwiedern in der Baba Lounge führen. Ja, aber nicht wahr. Alter. Bruder, ich stelle nur Frage, ja? Bruder, wenn Justin, Bro, das sind Gespräche. Wenn wir in der Shisha-Bar sitzen würden und ich würde mit dem Cousin über diese Sachen reden und du würdest auch dabei sein, du würdest einfach ruhig sein und uns zuhören und denken, krass. So, du würdest versuchen zuzuhören und so. Du würdest nicht ein Wort sagen von dem, was du gerade in deiner Reaction gesagt hast. Das sind Fakten, das wissen wir alle. Und du wärst wahrscheinlich auch drin und würdest dir denken, krass, was erzählt der, Digga? Krass, okay. Vielleicht würdest du dir denken, boah, das ist aber ein bisschen übertrieben, weil Schule damals haben die mir so gesagt und ARD, ZDF, Wissenschaft sagt so und so und so. Trotzdem würdest du es faszinierend finden und dich unterhalten fühlen und ruhig sein. Man denkt drüber nach, aber keiner weiß. Angefangen hat's mit... Ja, das war auch ein Joke, no front natürlich an unsere Brüder. Grüße nach Neuwied. Philosophie. Angefangen hat's mit... Sorry, das Krasse dabei ist, dass jeder über diese Sachen redet in der Shisha-Bar, so, weißt du? Da gibt's immer ein paar Leute, die dann irgendwelche Theorien auspacken und dann hören alle zu und denken, krass, Digga, was erzählt der hier gerade und so. Das ist im Privatleben normal, weißt du? Deswegen verstehe ich nicht, warum die dann bei Kianisch da so ein Hehl draus gemacht haben, nach 2 Jahren, nachdem wir das Interview veröffentlicht haben. Idee. No front. Ey, das wäre voll krass. Und dann haben es Leute möglich gemacht. Wahnsinn. Bruder, dieses Video war Maximum Unterhaltung. Kein Konzept. Wirklich ganz... Ich küsse dein Herz. Das war's. Danach macht er jetzt noch irgendwas mit Miguel Pablo und so dies, das. Wie ich eben schon gesagt habe, meine lieben Freunde, es ist halt einfach ein Gespräch gewesen zwischen zwei Leuten, gefühlt ohne Kamera. Einfach Theorien und
aktuelle Denkweisen und Überzeugungen geteilt miteinander, die sich dann auch wieder verändern können. Kianosch hat es selber in meinem Interview gesagt, dass er mittlerweile das anders sieht und dass er damals einfach ein paar Informationen bekommen hat oder sich mies irgendwo rein recherchiert hat und dann gemerkt hat, irgendwann so, ja, nee, das ist auch eine krasse Bubble und so. Ich war da überzeugt von Dingen, die ich heute nicht mehr so sehe. Da war ich ein bisschen zu tief drin. Und das ist keine Sache, die irgendwie schlimm ist. Die ist nicht gefährlich. Das ist nicht böse oder evil. Das ist einfach nur, Menschen informieren sich und gehen dann vielleicht mal einen Weg oder haben dann vielleicht mal irgendein Thema, was die dann fühlen oder denken krass und so und dann sich aber ihre Meinung wieder verändert. So, das ist ganz normales menschliches Verhalten, meine lieben Freunde. Was ich gefährlicher finde, ist diese Hexenjagd, die betrieben wurde, auch von Justin, in diesem Moment, wo die Corona-Pandemie um die Ecke gekommen ist und man unbedingt Dinge gesucht hat, um Leon Lovelock und Kianosch zu diffamieren und da dann einfach mitzumachen, so, weißt du? Nach 2 Jahren, nachdem das Interview veröffentlicht wurde. Das ist meiner Meinung nach viel gefährlicher, als sich hinzusetzen und Theorien aufzustellen und vielleicht eventuell mal von irgendwas überzeugt zu sein, was nicht der Wahrheit entspricht oder was ein bisschen crazy ist, so. Wem hat er damit wehgetan? Niemanden. Aber wenn du so ein Internet-Troll bist und so ein Mobber bist, der einfach immer alles mitmacht, was gerade jemand macht, und wenn alle auf einem rumhacken, dann mache ich da auch mit und so, dann kannst du mitverantwortlich sein, dass ein Mensch sich umbringt. Und das wäre nicht zum ersten Mal. Es haben Menschen sich wegen diesem Mobben im Internet umgebracht. So. Und das sind Fakten, weißt du? Deswegen sehe ich das als viel gefährlicher, als wenn du mal von irgendwas überzeugt bist, was ein bisschen crazy ist, Digga. Das ist meine persönliche Meinung auf jeden Fall. Lasst auf jeden Fall eure Meinung dazu unten in den Kommentaren da. Hat doch trotzdem Spaß gemacht, sich das anzugucken. Ich liebe euch. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out.